So. In der letzten Folge ist einiges passiert. Zu unserem Bedauern. Lufa ist gestorben. Und unsere Mission mit Marcus ist gescheitert. Eine ungute Ausgangssituation für uns. Kemsky verließ Cyberlife vor 10 Jahren. Warum wollten Sie ihn treffen? Ein von ihm erschaffener Android bestand als erster den Turing-Test. Und er ist der Gründer von Cyberlife. Wenn uns einer was über Abweichler sagen kann, dann er. Na, dann wollen wir mal gucken, wa? Hallo. Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah Kemsky. Bitte, kommen Sie rein. Nett. Okay. Hank wirkt ein bisschen misstrauisch. Oder auch verunsichert. Kann ich nachvollziehen. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Klar. Scheint ein richtig arroganter Typ zu sein. Amanda. Professorin für künstliche Intelligenz an der University of Cambridge. Okay. Hübsches Mädchen. Ein RT-600. Bestand als erster Cyberlife-Android den Turing-Test. Den ganzen Technik-Scheiß kannst du dir schenken. Sie ist hübsch. Schön. Nette Hütte. Das ist bringen fett. Offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Das ist sehr fett. Vielleicht triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Cool. Kemsky ist eins der größten Genies des 21. Jahrhunderts. Es wird interessant sein, ihn persönlich zu treffen. Na, mal gucken. Manchmal wünschte ich könnte meinem Schöpfer gegenüber Entschuldigung. Treten. Ja, ne? Jesus. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. Jesus, so, jo. So. Ich will jetzt rein da. Oder auch nicht. Das sieht nice aus. Elijah empfängt sie jetzt. Danke. Hallo, Hübsche. Na? Okay, genug vom Flirten. Komm. Mr. Kemsky? Einen Moment, bitte. Er kann sich gut abdrücken. Muss ich ihm lassen, aber das Wasser sieht auch mega fett aus, wenn es so rot ist. Die sehen alle gleich aus. Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler.
Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Bestimmt. Ne? Abweichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Abweichung verbreitet sich wie eine Art Virus. Wir dachten, Sie wüssten etwas darüber. Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Ja, finde ich gut. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du? Ich bin auf keiner Seite. Langweilig. Ich wurde erschaffen, um Abweichler zu stoppen, und das werde ich tun. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du? Was möchtest du wirklich? Tut mir leid, aber ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Chloe. Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön für immer. Eine Blume, die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Mit einer Seele? Das sieht nicht gut aus. Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können wieder. Was ist dir wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Entscheide, wer du bist. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem freien Willen? Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Wir machen es nicht. Cyberlifes letzte Chance, die Menschheit zu retten, ist selbst ein Abweichler. Ich bin kein Abweichler. Du hast deine Maschine verschont, statt deine Mission zu erfüllen. Der Android war für dich ein lebendes Wesen. Du hattest Mitgefühl. Es wird Krieg geben. Du musst deine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deine Schöpfer stellen? Was könnte schlimmer sein, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Verschwinden wir hier. Ja, also nicht ganz unrecht. Der Herr Kaminski. Es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen.
Man kann nie wissen. Die große Frage ist, was meint er damit? Warum hast du nicht geschossen? Ich habe in ihre Augen gesehen und konnte nicht. Das ist alles. Du sagst doch immer, du tust alles für den Erfolg der Mission. Das war unsere Chance, was zu erfahren, und du scheißt. Ja, ich hätte es tun sollen. Ich sagte ja, ich konnte nicht. Tut mir leid. Okay? Vielleicht war es richtig so. Ja, ne? Hank, bestester Freund ever. Wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Natürlich hätten wir noch, ne? Chloe erschießen können, aber ich weiß nicht. Die Informationen, die wir dann von Kamsky kriegen, helfen uns nicht weiter. Er würde nur sagen, yo, da gibt's jemanden. Ja, ich habe mal jemanden geschenkt. Den Manfred. Karl Manfred. Ne? Marcus C. Daddy. Dieser Android, der ist besonders. Mehr hat er auch nicht gesagt. Aber das wissen wir ja, dass Marcus ein ganz besonderer ist. Gut. Apropos Marcus, ne? Machen wir weiter. Passt wie die Faust aufs Auge. Erstmal Klavierspiel. Das war übrigens genau dasselbe Lied, was wir damals bei Karl gespielt haben. Wir hatten ja die Möglichkeit, welchen Musikstil wir nehmen, und es war genau der gleiche. Hat sich das Spiel gemerkt. Finde ich voll cool, so dieses kleine Easter Egg. Hab mich gefragt, wo du bist. Ich musste nachdenken. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Dann verpiss dich. Ich bin gerade hier. Alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Ist doch schön. Etwas verändert sich. Das ist doch gut. Du wirkst nachdenklich. Ich war gestern in Panik. Wir hätten siegen müssen. Ich kann mir solche Fehler nicht leisten. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir müssen es zu Ende bringen und hoffen, dass die Vernunft siegt. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho? Perfekt. Ich hatte alles. Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater für mich. Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. Wir alle wollen manches lieber vergessen. Aber man muss wissen, wo man herkommt, um zu wissen, wer man ist. North, wir kämpfen gemeinsam.
Wir müssen Dinge über uns wissen, um uns zu vertrauen. Ich war nichts. Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Eden, klar. Ne, hab's gesagt. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. Schön. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erwürgte ihn und rannte davon. So, jetzt weißt du alles. Schön. Leider habe ich keine Emotionen bei dir. Ich habe leider mit Nov gar kein Mitgefühl. Gar nichts. Ich sah deine Erinnerung. Karls Haus. Sie hielten dich für tot in seinem Studio. Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden Club. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war. North! Cool. Verliebt. Das ist Selbstmord. Wir gehen alle drauf. Bitte, Marcus, noch kannst du es dir überlegen. Du begreifst das nicht. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Na dann. Sie werden uns töten. Ach. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Marcus, bitte tu das nicht. Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Für Freiheit. Es ist der einzige Weg. Die Androiden hier könnten sich anschließen. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. Gut. Du bist frei. Marcus und North sind jetzt in Love. Tja. Das, was ich will, passiert nicht. Es passiert immer genau das Gegenteil. Es ist Komm so schön. Mit uns. Es ist einfach so schön. Oh, da war noch jemand. Egal, ignoriere ich jetzt. Juckt mich jetzt nicht. Du bist jetzt wach. Du bist frei. Du bist jetzt frei. Hey! Was glaubst du, wo du hingehst? Komm sofort her! Lass ihn gehen. Er hat seine Wahl getroffen. Ich muss die Straße blockieren. Geiler Drift, Kollege. Warum auch immer ich das jetzt machen muss. Ich mach's. Ah ja, okay, verstehe. Na dann, lass mich. Ja. Ich hab verstanden, ich will ja, aber er macht nicht. Hallo.
Hallo. Ich häng fest. Ah, okay, ich... kenn das Problem, der Fernseher hat sich ausgestellt. Ups. So geht's jetzt. Ich kann nicht laufen. Okay, dann... ich versuche das Problem zu fixen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis gleich. Oder bis nachher, oder bis morgen, oder bis in 2 Tagen. Je nachdem, wann das guckt. Haut da rein. Tschüss.